So, hallo und da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Let's Survive Tomb Raider. Da ist er, da ist er, da ist er. Zack. Dreckzack. Noch einer. Scheiß Mistviecher. Noch einer. Heilige Scheiße. Verrückt. Alles gut, mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, mit Reyes. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Ich mag ihn nicht. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Ich mag dich nicht. Spießer. Nicht so schlimm. Lagerplatz benutzen. Fähigkeiten nichts, da haben wir nichts, da haben wir nichts, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Gut, wir können weitergehen. So, hier liegt noch was. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Es ist Sams Geschichte über die Sonnenkönigin und Yamatai. So hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Glaube ich. 1 von 7 Crew der Endurance gefunden. Okay. Oh mein Gott. Okay. Gut. Genau, nimm mit. Dann mal gucken, was haben wir hier noch? Lagerplatz. Haben wir hier irgendwo eine Fackel? Genau. Zünd an. Abbrennen. Brenn ab! So, umschalt. Zack, weg. Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut um die... Was? Das ging zu schnell. Ich denke mal, damit können wir... unsere Waffen verbessern. Das war ja natürlich... Habe ich gelesen. Uah. Und ja, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Ah, nach da hinten. Dann gehen wir mal.
Komm, Lara. Mann. Drücken Sie mehrmals, um aufzustimmen. Achse ist nicht stabil, sondern zum Öffnen. Ah, ja, ja, ja. Okay, ich gehe mal kurz da so. Hier, ne? Waldruinen, Fähigkeitspunkte. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Ach, das haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Na, schade. Halt, da sind Pfeile. Nimm mit. Oh, voll. Dann nehmen halt nicht mit. Das klingt gar nicht gut. Wo denn? Wo ist er? Hä? Das. Oh. Entschuldigung. Aber wir müssen ja Fähigkeitspunkte sammeln. Hey, warte. Nicht weg. Na, schön, Fähigkeitspunkte. Hey, wo ist der Hase? Uah! Alter, krass! Ah! Au! Jetzt war ich überfordert, Entschuldigung. Alter! Sind die bescheuert? Lara! Hier oben, ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Da ist ein großes Tor! Ausweichmanöver, drücken Sie Umschalt. Ich bin unter Stress. Nummer 1. 2. Nein! Was? Du Mist, Vieh. Oh, Bergungsgut. Zack. Alles frei. Natürlich ist alles frei. Arschloch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Wo denn hin? Pfeile. Hier sind so viele Pfeile. Voll. Mann. Wie ist der hier so unverletzt da hochgekommen, du Drecksack? Die sind faszinierend. Nee. Ich hab das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Ist ja auch eine Frau. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie Sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Ja, faszinierend. Sammeln Sie Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Na gut. Dann gehen wir mal auf die Suche. Oh, hier ist ein Lager. Okay. Bergungsgut. Wo könnte denn noch Bergungs... Da. Zack, nimm mit. Oh. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. Voll daneben. Wow.
Wo ist er? Geh weg. Elend, Mistviecher. Aber warum sind eigentlich, das ist in jedem verkackten Spiel so, sind Wölfe immer die Anfangsgegner, egal. Ah, Pfeile, nimm mit. Da ist noch Bergungsgut. Nimm mit. Das müsste reichen. Nein, das reicht noch nicht. Doch, das reicht. Gut, dass die sich mit Musik ankündigen. Alter, ich krieg immer so Herzrasen, wenn die auf einmal vor mir stehen. Diese elenden Mistviecher! So, hier. Nimm mit. Und dann mal ausrüsten. Jawohl. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen mit Ausrüstung zu verbessern. Ja, okay, okay. Genau. So, haben wir gemacht. Öffne das große Tor. Öffnen Sie das große Alles Tor. Klar? Soll's losgehen? Ja. Dann leg los. Und los geht's. Wenn ich loslasse, passiert nichts. Cooler Mechanismus übrigens. Auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Optimistin ist sie gerade nicht, ne? Unglaublich! Nee. Es ist Himiko! Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Krasser Shit. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Was? Иди. Пошла! Russisch. Die Russen sind da! Was wollt ihr? Тихо! Лара! Нужно сухать, мочи! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал! А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру! Nein! Окружите! Окружите! Drecksack. Только попробуй рыбиться. Мочите их! Feuer! Hey, bring die Hand auf! Ruhig bleiben. Bin schon dabei! Если эти не захотят, то здесь тихо. Полиция! Da oben ist auch noch einer. Wie
Halt aus! Scheiße. Na, ich mach dann mal wieder Folgenende und dann... Fuck, sehen wir uns in der nächsten Folge. So, hallo nochmal und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klick auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich. Nicht verwechseln, ne? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.